Also wir sind jetzt schon angekommen. Es war auf jeden Fall ein bisschen stressig, bis wir halt den Bus gefunden haben. Aber eigentlich ist es nicht so kompliziert, wie wir dachten, weil wir haben eigentlich voll den weiten Weg gehabt, dachten wir. Aber bis jetzt ist voll entspannt und wir sind gerade was essen. Weil hier gibt es so ein Streetfood, veganes Ding. Unser Essen ist jetzt fertig und es sieht echt geil aus eigentlich. Ich habe richtig Hunger. Ich habe jetzt auch noch so Eis hier dazu. Wir sind gerade auf der Suche nach unserer Fähre, weil die irgendwie doch weiter weg ist, als wir dachten. Und diese Nummern sind auch voll weit auseinander. Aber ich hoffe, dass das jetzt was wird und wir die nicht verpassen. Wäre nicht so cool. Wir sind jetzt auf der Fähre. Wir haben es jetzt auch mal geschafft, das zu finden, weil es so eine Autofähre und irgendwie haben wir das halt nicht gefunden. Also wir sind jetzt schon eine Weile angekommen, waren auch schon einkaufen. Wir haben hier erstmal so ein richtig süßes Bett. Und hier ist auch so ein kleiner Balkon. Das sieht auch richtig süß alles aus. Und da hinten geht es dann runter zum Strand und ein bisschen so in diese Innenstadt oder was das hier ist. Und dann hier überall das Fenster. Das sieht echt cute aus eigentlich. Dann haben wir hier auch noch so eine Küche. Und hier haben wir noch so einen Essbereich, so eine Couch. Das hier ist dann noch unser kleines, cutes Bad. Das geht eigentlich auch voll klar. Und ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall zum Strand. Also irgendwie gibt es da so Beachpartys oder so. Gucken wir mal. Aber erstmal essen wir auf jeden Fall was, bevor wir da irgendwas anderes machen. Wenn es vielleicht aufhört. Ja, wenn es noch aufhört. Wenn nicht, dann gehen wir ein bisschen so am Strand wahrscheinlich schwimmen. So, das hier ist mein Outfit. Ich habe hier so einen richtig süßen Rock an. Und einfach so ein Oberteil drüber gezogen. Ich habe voll wenig Oberteile dabei und irgendwie nur, keine Ahnung, Unterteile, keine Ahnung. Ich habe hier auch so übel den cuten Bikini an. Und ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall gleich los. Ich sehe irgendwie voll fertig aus und ich habe auch echt wenig Schlaf gehabt. Aber das wird schon. Wir haben uns jetzt schon umgezogen und ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall was frühstücken. Wir haben auch schon 10 oder so, weil ich voll lang geschlafen habe. Und ja, jetzt essen wir was, dann gehen wir ein bisschen an den Strand und dann überlegen wir, ob wir uns so Tickets für so eine Grotte buchen, weil hier gibt es so voll die schönen. Unser Frühstück kam jetzt an, wir haben hier einmal so eine Matcha. Und dann haben wir noch so eine Avocado-Orte. Wir gehen jetzt ein bisschen zum Strand. Also wir waren heute den ganzen Tag eigentlich nur bei uns zu Hause und einkaufen. Und jetzt machen wir so einen kleinen Beach Day und nachher gehen wir dann noch was essen. Wir machen heute eher so einen entspannten Tag. Wir haben uns jetzt hier schon so unsere Bändchen abgeholt, weil wir wollen heute so an der Küste ist das so. Wir fahren so bei der Insel auf jeden Fall lang. Und zu so einer kleineren, die da auch noch ist. Und dann sehen wir so ein paar coole Highlights. Und ja, wir warten jetzt, bis wir halt dahin können. Aber richtig cool, habe ich richtig Bock drauf. Let's go.
gerade jetzt an so einem Strand, also an so einem Kieselstrand. Und danach gehen wir wahrscheinlich noch zu einem Sandstrand. Aber bis jetzt war es so schön. Vorhin sind wir auch da so ins Wasser gesprungen von dem Boot aus. Und dann sind wir auch noch wohin geschwommen. Da konnte man halt gar nichts mitnehmen, weil man halt irgendwie nicht zu Fuß dahin kam. Aber wir sind da so hingeschwommen und es war so schön. Wirklich, es sah aus wie im Paradies. Es war so krass. Es war so überall so grün und keine Ahnung, es war einfach so krank schön. Und das Wasser hier finde ich auch richtig schön, weil es so hellblau ist und man so einfach voll alles durchsehen kann auf dem Boden. Also es ist echt richtig geil. Jetzt gerade sind wir hier. Die Sonne scheint halt gerade nicht so, deswegen sieht es nicht so geil aus wie vorhin. Aber eigentlich trotzdem voll schön. Wir sind jetzt von unserem Bootstrip zurück. Das war richtig, richtig schön. Wir haben so krank schöne Orte gesehen. Es sah wirklich aus wie ein Paradies oder so. Und jetzt haben wir uns schon umgezogen und ja, gehen jetzt heute noch was essen. Ich habe nämlich richtig Hunger, weil wir den ganzen Tag nichts Richtiges gegessen haben. Aber ja. Ich fühle mich heute richtig healthy, weil wir waren schon so frühstücken. Dann habe ich mir erstmal so einen geilen, gesunden Saft gegönnt mit Orange und Zitrone war das. Und jetzt suchen wir auf jeden Fall die Bushaltestation, weil wir wissen nicht genau, wo wir morgen abfahren müssen. Aber ja, weil ich habe ein bisschen Halsweh, deswegen habe ich mir so einen Saft gegönnt und bin generell voll gesund gegessen und so. Weil dann fühle ich mich auch immer direkt besser. Also wir haben jetzt einen Bus gefunden, den nehmen wir morgen dann um 5. Da müssen wir dann auch echt früh aufstehen. Um 4 oder so wollen wir wahrscheinlich schon loslaufen, damit wir den auch safe bekommen. Und ja, deswegen müssen wir heute echt früh schlafen gehen.